Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Sophies L2, ein unglaublich zuverlässiges Fahrzeug, über das ich vor kurzem in der letzten Folge erst schon relativ viel erzählt habe. Ein Fahrzeug, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, das echt zeitgerecht in einer schönen Pastellfarbe lackiert ist und wo ich immer wieder gerne kleine Upgrades mache, wenn es das Budget und die Zeit zulässt. Und im letzten Video, wo es um Sophies L2 gegangen ist, war das Problem Unterbrecherabstand und verstellte Zündung. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und eine Kontaktzündung habt, wie jede Puch Maxi, schaut euch das an, es ist ein wirklich cooles und wichtiges Video. Aber heute werden wir diese Fehlerquelle eliminieren, indem wir die digitale kontaktlose Kokosan-Zündung vom Puchshop einbauen. Diese Zündung ist aktuell beim Puchshop als Komplettset zu kaufen für 190 Euro. Je nachdem, ob ein Angebot gerade ist oder nicht, schwankt das natürlich. Wir haben hier das 12 Volt Ausführungspaket. Es gibt zwei verschiedene, 6 Volt, 12 Volt. An der Stelle möchte ich mich noch einmal bei Ben Uhlmann bedanken, der diese Zündung übrigens zur Verfügung gestellt hat. Im Namen der Community sage ich da herzlichen Dank für die Zündung testen können. Wir haben typisch für den Puchshop zwei verschiedene Anleitungen, nämlich erst einmal die vereinfachte vom Puchshop selber und dann natürlich auch die vom Hersteller. Man sieht auch schon Zünder ab 50 cc, das heißt, diese Zündung funktioniert auf vielen anderen Modellen auch und so hat sie halt ihren Weg in dieses Moped geschafft. Hier kommen wir jetzt auch schon zu 12 und 6 Volt. Es gibt zwei verschiedene Spannungswandler für dieses Moped. Dann haben wir hier den Kabelbaum, der an den Spannungsbegrenzer und an den Gleichrichter angeschlossen wird. Hier ist die CDI. Wie gesagt, es ist eine digital gesteuerte Zündung. Mit den Informationen, die ich gefunden habe, ist das meines Erachtens nach keine einprogrammierte Zündkurve, sondern ein fixer Zündzeitpunkt. Das werden wir spätestens dann sehen, wenn wir sie abblitzen. Und hier haben wir den Stator mit Zündzeitpunkt, Abnahmepunkten. Also man sieht, das ist alles schon mit Hallgebern oder induktiv gesteuert, also komplett verschleißfrei. Der Rotor hat einen kleineren Durchmesser als das originale Bosch Polrad und angeblich steht es hier beim Polrad-Deckel an. Und was wir hier auch gleich sehen, ist, dass das ein rechtsdrehendes Polrad ist. Das ist klar gekennzeichnet. Der Einbau von der Kokosan in eine Puch Maxi ist nicht das einfachste, was es gibt. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir die HPI-kontaktlose Innenrotorzündung in die N-Maxi, in das getarnte Tuning-Moped, eingebaut haben. Bei der war es auch relativ schwierig, einen Platz für die CDI und für die Zündspule zu finden. Das zusätzliche Problem, was wir bei der Kokosan haben, ist, die CDI und der Spannungswandler sind beide größer als bei der HPI, die wir schon fast nirgendwo untergebracht haben. Das heißt, wir schauen uns jetzt ein paar Tricks an, wie ich diese Zündung hier ohne Modifikationen am Moped durchzuführen eingebaut habe, weil sie außen irgendwo mit doppelseitigem Klebeband drauf zu machen, das kann jeder, aber wir wollen natürlich das Moped so gut erhalten, wie es geht. Nicht einfach anreißen, sondern mit den Kabeln hier hinten durch den Wasserschutz durchziehen. Wenn ihr die neue Kokosan jetzt einbauen wollt, habt ihr hier Kabelschuhe bereits auf der Zündung drauf und die passen hier natürlich nicht durch. Die sind hier fix drauf und wenn man das wirklich gescheit machen möchte und hier nicht einfach einen Batzen Silikon reinschmieren will, muss man diese Kabelschuhe abzwicken und einfach neue Kabelschuhe draufgeben. Das ist natürlich meine vorgezogene Methode. Ihr könnt es auch hier einfach durchstecken und gar nichts reinmachen. Ihr werdet euch halt früher oder später die Zündung absaufen oder einrosten oder sonst irgendwas. Aber ich werde hier jetzt auf jeden Fall die Kabel mal aufschneiden. So sieht die Geschichte dann aus. Der Staubschutz ist drüber gezogen. Das heißt, ich werde das ganze Ding jetzt einfach nur mehr an den Kabeln hier runterziehen. Wenn ich das hier unten habe, drehe ich es in die richtige Position und werde es einfach mit dem Finger in die Öffnung reindrücken. Der Staubschutz ist jetzt drinnen. Ich ziehe hier jetzt nur noch ein bisschen die einzelnen Kabel nach, damit sie unten nicht so viel herumflattern, dass sie ins Polrad irgendwie reingeraten können. Jetzt flattert hier nichts mehr so in der Gegend herum, dass es ins Polrad reinkommen kann. Ich persönlich möchte ehrlich gesagt in dieses Fahrzeug keine Löcher reinbohren. Das heißt, wir werden hier entweder einen Halter bauen müssen. So, eine Stunde später und ich habe hier mal einen kleinen Halter gebastelt, der dann hier drunter sitzen wird. Das ist einfach ein ganz normales Flacheisen. Hier ist ein kleiner Spacer drinnen, dass der Spannungswandler wegkommt vom Rahmen, dass hier das Drehwerk nicht ansteht. Und das ist dann hinten in die
Plastikseitenverkleidung reingeschraubt und sitzt dann hier so drinnen. Da hinten haben wir noch ein kleines Stück Plastik rausgenommen und zwei Löcher reingemacht. So wird das dann hier reingeschraubt und dann mit einem Stück Filz, dass wir den Lack nicht kaputt machen. Hier sieht man, ich habe das alles mal versetzen müssen, weil hier wirklich sehr, sehr, sehr wenig Platz ist. Das geht sich wirklich fast gar nicht aus. Der Spannungswandler ist zur Seite geneigt, weil er sonst hier mit dem unteren Ende vom Stecker bei dem Tretwerk ansteht. Hier muss das Zündkabel einen Orgenbogen machen, dass es hier zwischen Rahmen und Motorblock wieder vorne hochkommen kann. Also das Hauptproblem, was ich jetzt im Moment damit habe, wenn man das wirklich so einbauen möchte, ist, dass diese Zündspule für eine Maxi einfach viel zu groß ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hier unterbringen soll, ohne dass ich irgendwas grob verändere. Deswegen habe ich jetzt hier viel hin und her versetzt, Schraublöcher geändert, Spacer reingetan, damit ich hier unten mit den Kabeln an dem dritten Halter von der Verkleidung vorbeikomme, dass der Kabelbaum hier irgendwie zwischen CDI und dem Halter durchkommt, hier nicht beim Tretwerk ansteht, das Kabel hier durchkriegt. Also es ist wirklich eine Spielerei und das ist, wenn man das wirklich schön machen möchte, so dass man das von außen nicht sieht, ein echter Aufwand. Wie gesagt, bei mir waren es jetzt 3 Stunden und ich mache das nicht zum ersten Mal. Und die eine Sache, die ihr noch beachten müsst, ihr müsst irgendwo im Umkreis von 10 cm einen Massepunkt setzen, weil diese Kabel vom Spannungsbegrenzer und von der CDI, die für die Masseversorgung da sind, sind relativ kurz. Das heißt, entweder verlängern oder einen Massepunkt irgendwo setzen. Zum Thema Kabel zusammenstecken. Die Kabel sind alle schön farbkodiert. Das heißt, man kann hier nicht wirklich was falsch zusammenstecken. Ich habe natürlich hier die Kabelschuhe wieder drauf gegeben. Ich habe jetzt einfach 3 rote genommen. Vorher waren 3 schwarze drauf und sie in die CDI reingesteckt. Und in der Anleitung ist eine Farbkodierung für die Kabeln drinnen. Aber hier nochmal zum anschaulich sehen. Vom Zündkabel weg, weiß, rot und grün von links gesehen. Und der letzte Pin, wofür übrigens kein Kabel beigelegt ist, ist der Abstellerpin. Da müsst ihr selbst ein Kabel mit Kabelschuh dafür herstellen. Ich empfehle euch ein schwarzes Kabel für den Absteller, natürlich wie es der originale Kabelbaum vorsieht. Das müsst ihr übrigens selbst machen, mit einem Kabelschuh krimpen und dann halt eben nach vorne zur Blockklemme legen. Eine Sache, die auch noch sehr eigenartig ist, der gelbe Kabelstrang hier, also die 12 Volt plus Wechselstrom, sind sehr kurz. Das heißt, ich habe hier jetzt einen wasserdichten Verbinder drauf gegeben, dass ich dieses Ding verlängern kann, weil ihr seht, ich komme hier gerade so vom Spannungswandler aus der Verkleidung raus und hier ist das Kabel schon vorbei. Und das rote Kabel ist original ungefähr 3-mal so lange wie das gelbe. Das heißt, ich habe die jetzt ungefähr auf die gleiche Länge gebracht, dass ich mit beiden von diesen Kabeln auch zur Blockklemme komme. Also viel ist von diesem originalen Kabelbaum jetzt nicht mehr übrig. Ich habe diese Anschlüsse hier abtrennen müssen, dass ich überhaupt den Wasserschutz in den Motor einbauen kann. Ich habe den Kabelbaum hier modifizieren müssen, weil er zu kurz ist. Ich habe den Kabelbaum unten modifizieren müssen, weil die Masseanschlüsse bei mir genau um 1 cm nicht gereicht haben und die ziemlich schnell abbrechen würden. So sieht die Geschichte jetzt aus. Hier oben ist eine kleine Welle drinnen, weil der Bügel, der hier hinten die Spule und die CDI hält, dass die Verkleidung einfach ein bisschen zusammendrückt. Das heißt, hier ist eine kleine Welle. Das sieht man in dem Fall nicht wirklich, weil hier oben ein Trittbrett drauf ist. Wenn man ganz genau schaut, ist hier eine kleine Delle, wo sich das Plastik verfärbt hat und das ist dieser Hubbel von der CDI, der die Verkleidung einfach ein bisschen weggedrückt hat. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen abzuarbeiten und zwar haben wir unsere gelbe Leitung plus 12 Volt Wechselstrom. Die schwarze Leitung, die ist im Set nicht dabei. Ihr müsst hier einen Kabelschuh drauf machen, der passt und die irgendwie verlängern, dass sie zu eurer Abstellerblockklemme kommt. Und das rote, das einzige Kabel, was komischerweise lange genug war und ich nicht verlängern musste. Wir werden für dieses Moped, weil es nur Fadenbirnenbeleuchtung hat, jetzt den 12 Volt Wechselstromkreis nehmen und das Fahrzeug auf 12 Volt Leuchtmittel umbauen. Glühfadenleuchtmittel. Den roten werde ich somit blind schalten und auf irgendeinen freien Stecker hier draufklemmen, sodass er sozusagen leer läuft. Und in dem Fall hier können wir das Polrad jetzt natürlich mit Keil montieren. Ich muss euch ehrlich sagen, das Einbauen von der Kokosan war eine kleine Mammutaufgabe. Angefangen von den Steckern, die man nicht auspinnen kann, sondern nur abschneiden kann, über die große CDI, den großen Spannungswandler, für den man einen eigenen Halter bauen muss, bis zu dem Punkt, dass das Polrad an der Abdeckung ansteht. Also es ist alles ein bisschen eine Spielerei und man muss relativ viel Zeit investieren, dass die Zündung alleine mal drinnen ist. Speziell möchte ich jetzt noch einmal auf den Stecker eingehen. Ich habe hier von einer HPI-Zündung diesen ganz normalen wasserdichten Stecker, der mit einer Büroklammer ausgepinnt werden kann.
Das ist schwierig für Leute, die das noch nie gemacht haben, aber bevor ich die Kabel abschneiden muss, um dieses Ding einzubauen, ist es mir 100-mal lieber, ich spiele mich ein bisschen mit diesen Pins hier rum, kann die auspinnen, durch den Wetterschutz durchziehen und muss meine Kabel nicht zerschneiden und nachher mit neuen Kabelschuhen oder zum Beispiel wasserdichten Verbindern wieder zusammenflicken. Das ist mir persönlich einfach sehr unsympathisch. Natürlich kann man da Silikon hinten reinschmieren und den Wetterschutz einfach umgehen. Aber wie gesagt, original ist immer besser. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wo sie eingebaut ist, nämlich die Abstimmung bzw. das Einstellen von der Zündung. Die erste Methode ist natürlich die vereinfachte Anleitung, die hier mitgeliefert wird vom Puchshop als auch vom Hersteller der Zündung. Und dann schauen wir uns nachher nochmal an, wie man die Zündung perfekt einstellt mit einer Messuhr und mit einer Zündpistole. Jetzt stellen wir kurz mal die Zündung ein mit der vereinfachten Variante vom Puchshop. Und es ist im Prinzip extrem einfach. Der letzte Satz ist das Einzige, was uns interessiert, nämlich dass der Sensor auf 6 Uhr gerade nach unten zeigen soll für eine Vorzündung von 1,3 mm. Das ist okay, würde ich sagen. Dieser Sensor hier unten ist auch gemeint und dadurch, dass hier nur ein Kabel reingeht, nehme ich einmal stark an, dass das induktiv gezündet wird, weil für einen Hallgeber bräuchten wir zumindest zwei und eine Masse. Aber mit den originalen Puchschrauben können wir unseren Sensor hier jetzt schön, wie man es an der Gussmarkierung sieht, auf 6 Uhr stellen. So schrauben wir jetzt fest und dann schauen wir, was das wirklich für ein Zündzeitpunkt ist. Und ja, diese eine Schraube hier rechts kann ich einfach nicht festziehen, weil ich komme hier mit keinem Schraubenzieher, den ich habe, dahinter. Das heißt, hier wäre es auf jeden Fall sinnvoll, 6-Kant-Schrauben zu verwenden, weil mit einem Gabelschlüssel würde man hier vielleicht reinkommen und diese Schraube festziehen können. Wie man hier schön sehen kann, hat die Kokosan auch bei Standgas schon ihre Maximalleistung erreicht. Dank dem Spannungsbegrenzer haben wir auch in niedrigen Drehzahlen ein solides Licht, die Hupe funktioniert laut und klar. Mit der Anleitung vom Puchshop lässt sich der Zündzeitpunkt relativ genau einstellen, wir sind auf 1,4 Grad vor OT gelandet. Fangen wir mal mit dem Funken an. Die Kokosan kann schön weit runtergedreht werden. Das heißt, wenn ihr einen originalen Motor haben solltet, der schön tief drehen soll am Stand und nicht gleich von Haus aus 1500 Touren dreht, dann ist das auf jeden Fall möglich. Sie schafft es schon, in sehr niedrigen Drehzahlen einen guten Zündfunken zu produzieren. Das ist natürlich der modernen Technik geschuldet. Zum Thema Spannungsversorgung muss man jetzt aufpassen. Die Kokosan ist als 12 Volt Zündung angepriesen, allerdings hat sie nur 12 Volt Wechselstrom. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Hoffnung gelebt habt, dass ihr hier 70 Watt an LEDs einbauen könnt, dann könnt ihr das gleich mal wieder vergessen, weil LEDs sind für Gleichstrom geeignet. Das Einzige, was ihr mit diesem 12 Volt Wechselstrom anfangen könnt, ist hier stärkere Glühfadenbirnen einzubauen. Das heißt PKW-Birnen, die für 12 Volt ausgelegt sind. Die Regelung ist dabei relativ präzise, das heißt die Chance, dass ihr eine PKW-Birne hier durchschießen werdet, ist sehr gering, weil ein PKW normalerweise zwischen 14,4 und 14,8 Volt Ladespannung hat und das haltet jede Birne aus. Ich habe ja schon gesagt, für was wir den 12 Volt Wechselstrom verwenden können, für was kann ich jetzt 6 Volt Gleichstrom verwenden? Natürlich könnt ihr mit dem 6 Volt Gleichstrom auch LEDs betreiben. Das heißt, wenn ihr euer Moped auf LED umrüsten wollt, dann nur im 6 Volt Bereich. Der 12 Volt Bereich ist nicht dafür geeignet. Und wenn man hier die Werte vom Puchshop beigelegten Schaltplan nimmt mit 8 Ampere und 6 Volt, lässt sich da relativ schnell errechnen, dass das ca. 48 Watt sind. Für LED-Beleuchtung sind 48 Watt mehr als ausreichend. Das heißt, ihr könnt hier ausweichen, allerdings nur mit 6 Volt Leuchtmitteln. Auch hier haben wir die Klemmenspannungen von Standgas bis Vollgas gemessen und sind auf 6,3 bis maximal 8,1 Volt gekommen. Beachtet halt bitte, dass diese Spannungen alle lastfrei gemessen worden sind und sich nach unten verändern können, wenn ihr hier Verbraucher drauf hängt. Und ich persönlich finde es sehr schade, dass der 12 Volt Kreis nicht gleich geregelt wird. Das wäre nicht wirklich ein großartiges Problem gewesen. Kann man bei 70 Watt auch nachträglich mit einem Sterngleichrichter immer noch machen, weil dann kann man hier ganz normale Kfz-Accessories anstecken. Das heißt Ladegeräte fürs Handy, Navigationssystem-Ladegeräte. Ihr könntet sozusagen mit dem richtigen Zigarettenanzünder-Adapter hier alles anhängen, was ihr bei einem normalen Auto auch verwenden könnt. Und das wäre ein großer Anreiz gewesen für mich, diese Zündung in eins von den Langstreckenfahrzeugen einzubauen, um damit zum Beispiel Kameras aufzuladen während ein Ötztaler Moped-Marathon. Aber leider Gottes kann das diese Zündung von Haus aus nicht. Ein Tipp von mir, wozu diese Zündung am besten geeignet wäre, wenn ihr die 6 Volt für LED-Beleuchtung benutzt,
Das reicht aus auf jeden Fall, um ein gescheites Licht zu erzeugen. Ihr müsst euch nur die richtigen Birnen besorgen mit der richtigen Spannung und der richtigen Wattzahl. Dann habt ihr nämlich die 70 Watt 12 Volt Wechselstrom komplett unbelastet und könnt noch einen Sterngleichrichter dahinter schalten. Diese Sterngleichrichter gibt es überall in fertiger, eingegossener Form zu kaufen, genauso wie der Spannungsbegrenzer, der hier drinnen ist. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht gleich eingebaut haben. Und dann könnt ihr die 12 Volt mit 70 Watt sogar dazu verwenden, dass ihr zum Beispiel ein Fast Charge Ladegerät verwendet, womit man zum Beispiel in seinem Auto sehr schnell sein Handy oder andere Geräte aufladen kann. Natürlich muss ich jetzt auch anmerken, dass die 12 Volt Wechselstrom für die Hupe dringend notwendig sind. Wenn hier nur Gleichstrom rauskommen würde, 12 Volt Gleichstrom und 12 Volt Wechselstrom, dann könntet ihr eure Schnarre nicht mehr betreiben. Also für den Fall, dass ihr das wirklich so mit dem 12 Volt Sterngleichrichter umsetzen wollt, müsst ihr für eure Schnarre die Stromversorgung vor dem Sterngleichrichter abzapfen, sonst wird sie nicht mehr funktionieren. Und zu guter Letzt machen wir jetzt noch einen Test für die kleine Nische, für die Leute, die wissen wollen, ob dieses Ding auch für Linksdreher funktioniert. Und dazu werden wir uns jetzt kurz einmal die Puch Monza reinholen, die Zündung einbauen, schauen, wo es eckt, schauen, was funktioniert und ob die Spannungen abweichen und der Zündfunken in Ordnung ist. Da haben wir auch schon unser Versuchskaninchen. Monza hat jetzt leider Pech gehabt, weil sie ist ganz vorne in der Hütte drinnen gestanden. Und das hier ist ein linksdrehender Viergang-Fußschaltermotor. Ich nehme hier jetzt einfach einmal die Kokosan-Grundplatte und stecke sie hier drauf, ohne irgendwas. Prinzipiell in die Bohrung tut sie reinpassen. Das ist ja die gleiche wie bei der Maxi, dieser Durchmesser hier. Und ich werde jetzt versuchen, die Zündung mit dem Polradkeil eingebaut hier auf den richtigen Zündzeitpunkt zu bringen. OT abgesteckt, hier Gehäusemarkierung, hier die OT-Markierung. Und dadurch, dass wir einen Linksdreher einstellen wollen, brauchen wir gerade vor OT, das heißt entgegen der Drehrichtung des Motors, zeichnen wir dann unsere Gerade ein. Und zwar ist mein Problem jetzt da, erstens einmal ist diese Zündung nur mit zwei Schrauben drinnen. Die hier rechts oben bekomme ich in der aktuellen Position, wie die Grundplatte steht, nicht reingeschraubt, weil sie verdeckt ist, das Schraubloch. Und außerdem zünden wir jetzt knapp auf 1,5 bis 1,8 mm vor OT. Und das ist natürlich auch schon für sportlichere Fahrzeuge ausgelegt. Für diesen 5 PS Zylinder hier wäre es sicher kein Problem, die Vorzündung zu fahren, aber bei komplett originalen und auch bei 25 km/h Modellen ist diese 0,8 bis 1,2 vor OT doch einzuhalten und da ist 1,8 einfach zu viel. Also wenn ihr solche Modelle mit niedrigen Steuerzeiten habt, müsst ihr den Polradkeil rausnehmen, um die Zündung einzustellen. Das heißt, man kann das Polrad frei auf der Kurbelwelle verdrehen, wie man möchte. Es ist nicht an die Polradkeilposition gebunden und dazu braucht man dann zwingend eine Blitzpistole. Und der Test mit der Monza hat jetzt Folgendes ergeben. Alle Funktionen von dieser Zündung sind gegeben. Das heißt, ihr habt die Gleichstromspannung mit 6 Volt, ihr habt die Wechselstromspannung mit 12 Volt, natürlich alles Zirka-Werte, aber es funktioniert. Der Zündfunken ist sehr zuverlässig im Linksdreher-Modus. Das heißt, auch wenn man das Standgas ganz runterdreht, hat sie einen konstant schön blauen und starken Funken. Eine Sache, die ich allerdings anmerken muss, ist das Problem mit der Grundplatte. Wir haben bei diesem Moped schon das Problem gehabt, dass ich nicht zu allen Schrauben hinkomme. Ich habe jedes Mal das Polrad abziehen müssen, dass ich die Zündung nachstellen kann und selbst da sind die Schrauben teilweise hinter den Magnetspulen gewesen. Beim Viergang geht es eher gar nicht. Das heißt, die Langlöcher sind so positioniert auf dieser Grundplatte, dass ich sie auf mindestens 1,5 mm vor OT einstellen kann. Gewollt sind für Puchmotoren zwischen 0,8 und 1,2 mm vor OT. Das heißt, wir sind deutlich drüber. Das ist super für irgendein Ghilardoni oder Polini oder AJH Setup, aber für originale bzw. ein bisschen aufgemachte Zylinder ist es eher schon zu viel. Das heißt, dieser Zylinder wird heiß werden und nicht sein maximales Leistungspotenzial entfalten können. Das lässt sich natürlich lösen, indem man den Polradkeil rausnimmt und das Polrad frei auf der Kurbelwelle positioniert. In beiden von diesen Varianten, nämlich das Einstellen mit dem Polradkeil und ohne den Polradkeil, müsst ihr aber beim Linksdreher mit einer Blitzpistole machen, weil die Anleitung, die hier drinnen ist, ist nur für Rechtsdreher und natürlich das freie Positionieren auf der Kurbelwelle ohne Keil kann man meines Erachtens nach
mit Gefühl nicht wirklich gut machen. Was muss man zum Linksdreher noch sagen? Es sind natürlich alle Funktionen normal gegeben, aber im Falle von der Monza haben wir jetzt zwei kleine Problemchen. Erstens mal muss ich beide Stromkreise für Bremslicht und Abblendlicht auf 12 Volt Wechselstrom hängen, weil in meinem Fall die 6 Volt, die die kleine Gleichstromspule raushaut, einfach zu viel für die Bremsleuchte sind, die brennt mir jedes Mal durch, auch mit 5 Watt. Und die andere Geschichte ist natürlich, viele Vierganglichtmodelle haben einen Drehzahlmesser verbaut und der Puch-Drehzahlmesser wird nicht mehr funktionieren. Der Puch-Drehzahlmesser verlässt sich auf dieses schwingende Signal, das eine 6 Volt Zündung raushaut, und die 6 Volt sind bei der Kokosan gleichgerichtet, das heißt, der Drehzahlmesser kann damit nichts anfangen. Ich würde euch auf keinen Fall empfehlen, bei der Kokosan Zündung den Drehzahlmesser angesteckt zu lassen, weil mit 12 Volt kriegt er viel zu viel Spannung und mit 6 Volt kriegt er das falsche Spannungssignal. Das heißt, es kann gut passieren, dass drinnen die Spulen oder die Gleichrichter durchbrennen werden. Und ein Puch-Drehzahlmesser ist nicht günstig, vor allem ein originaler nicht. Deswegen würde ich da aufpassen. Schauen wir uns jetzt nochmal das Gut und das Schlecht an. Der erste Pluspunkt ist Verschleißfreiheit. Dieses Ding ist nicht neu, es ist gut gebaut, das heißt, ihr könnt euch darauf verlassen, wenn es einmal eingestellt ist, müsst ihr an diesem Ding nicht mehr irgendwas herum verändern. In der letzten Folge von Sophies L2 haben wir gesehen, was ein verschließener Unterbrecher mit einem zu kleinen Unterbrecherabstand mit eurem Zündzeitpunkt macht. Das heißt, einmal einstellen und verlassen ist auf jeden Fall ein Bonus. Ihr habt auf jeden Fall eine bessere Lichtleistung. Wurscht, ob ihr jetzt der Gleichstrom- oder Wechselstromanlage wählt, ob ihr LED- oder Glühfadenbirnen wählt, auf jeden Fall habt ihr mehr Licht, das heißt, ihr werdet besser gesehen und ihr seht auch in der Nacht besser. Einzelne Ersatzteile für die Zündung sind erhältlich. Vom Polrad bis zum Kabelbaum kann man dieses Ding wieder neu zusammenkaufen, falls irgendwas kaputt gehen sollte. Das heißt, selbes Szenario wie bei der HPI, ihr könnt diese Zündung nie vollständig zerstören, ihr bekommt alles nachgekauft. Kommen wir zu den Negativsachen. Was gefällt mir bei dieser Zündung nicht? Erstens mal, sie ist offensichtlich nicht für Puch-Mopeds gemacht. Das ist von irgendeiner Zündab. Ursprünglich dürfte das irgendeine umgebaute Rio- oder Derby-Zündung sein. Und so wie ich das weiß, ist das schon seit längerem bei Zündab oder Kreidel oder irgend sowas verbaut. Das heißt, sie kommt von einer anderen Marke und ist jetzt da an die Puchs adaptiert worden. Das hat natürlich Probleme. Das heißt zum Beispiel, der Polraddeckel steht beim Polrad an. Ihr habt eine irrsinnig große Zündspule und noch zusätzlich einen Gleichrichter, den ihr irgendwo unterbringen müsst. In meinem Fall ist es jedenfalls sehr schwierig gewesen, das hier alles sinnvoll unterzubringen. Das nächste große Problem, was ich jetzt mit der Kokosan habe, ist der Kabelbaum. So viel, wie ich an diesem Kabelbaum verändern musste, dass ich sie mit dem originalen Staubschutz wieder einbauen kann, hätte ich mir den Kabelbaum auch gleich selbst machen können. Neben dem sehr schweren Positionieren von den Komponenten, sodass man sie nicht sieht, ist auch das Herumgeschnipsel und das Verbauen von Kabelschuhen eine ziemliche Qual bei dieser Zündung. Mehr Aufwand, als ich eigentlich gerne gehabt hätte. Ein großer Minuspunkt, den ich natürlich auch noch anmerken muss, ist, dass diese Zündung keine digitale Kurve hat. Ihr habt einen fixen Zündzeitpunkt, der verändert sich über das ganze Drehzahlband vom Standgas bis zu Vollgas. 9000 Touren bei der Monza gar nicht. Der bleibt gleich, genauso wie bei der originalen Kontaktzündung. Und was ist jetzt meine finale Meinung zur Kokosan-Zündung? Sie ist offensichtlich für Maxis gemacht. Diese Zündung ist für Rechtsdrehmotoren gemacht. Es ist mal klar, dass manche Leute in einem Magnum einen E50 reingeben und dass das auch manchmal in andere Modelle seinen Weg findet. Und als Zündung, die für diesen Motor angepriesen ist, ist es halt ein bisschen frech, dass der Polraddeckel nicht mehr drauf passt. Und keine kontaktlose Zündung, die wir bis jetzt angeschaut haben, war leicht einzubauen. Es war immer bei der Seletra, bei der HPI, bei der Kokosan Arbeit, diese Dinge hier drinnen zu positionieren. Aber bei der Kokosan war es aufgrund der fehlenden Pins und der großen CDI bzw. Zündspule einfach schwierig, das umzusetzen. Abgesehen davon ist einer der größten Punkte beim E50 das Gewicht auf der Kurbelwelle. Wenn ihr euch den Motor in Fahrtrichtung anschaut, habt ihr rechts die schwere Kupplung und links das schwere Polrad. Das heißt, beim E50 ist es wesentlich günstiger, auf der linken Seite beim Polrad so wenig Gewicht wie möglich zu haben. Und wenn ich mir jetzt die Zündungsoptionen für einen E50 anschaue, wäre es wesentlich sinnvoller, eine Zündung zu nehmen, die weniger Gewicht auf dem Polrad hat, sprich eine Innenrotorzündung, die auch eine vernünftige Spannung erzeugen kann. Es gibt auf jeden Fall eine Nische für diese Zündung. Ich weiß, dass sie bei der Zündab schon ihren Platz gefunden hat. Ob sie es bei der Maxi auch finden wird, das wird die Zukunft zeigen. Trotzdem wird sie jetzt in Sophies L2 drinnen bleiben. Das heißt, es wird wie in den meisten Videos auch noch einen Langzeittest geben. Und zum Schluss darf ich euch jetzt noch einmal das Video empfehlen, das ich hier einblende, wo es darum gegangen ist, wie sich euer Zündzeitpunkt verändert bei einer normalen Bosch-Kontaktzündung. Sprich, warum es sinnvoll wäre, auf eine kontaktlose umzusteigen. Das blende ich euch hier ein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich weiß, dass das ein sehr detailliertes Review war. Und in dem Sinne wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal.